Hallo, liebe Leute. Ihr wisst, wir hatten ein Riesenproblem in Hohenschönhausen, kein Kinderarzt. 2017 sind die ersten Kinderärzte in Rente gegangen, beziehungsweise in der Gemeinschaftspraxis nach Marzahn. Wurde immer schlimmer. 2018 war ich bei der Kassenärztinvereinigung. Eine Stunde lang mit dem Vorstand Kaffee getrunken. Zum Schluss, Frau Schmidt, in Lichtenberg gibt es hier noch Ärzte. Und ich habe die nützen mir nicht, wenn die im Weitling-Kiez wohnen und am S-Bahnhof Lichtenberg und in Hohenschönhausen haben wir niemanden. Letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ist es eskaliert. Die Frau Thomas ist in Rente gegangen und wir hatten nur noch einen Arzt Dr. Lüders, der ist auf Zahnfläche gelaufen. Der hat in 4 Minuten ein Kind behandelt, ganz katastrophal, also ein Engpass. Jetzt haben wir uns zusammengesetzt mit der Kassenärztinvereinigung, mit der HOVOG, mit dem Bezirksamt und wir haben es geschafft. Wir kriegen einen Arzt hier in das Ärztehaus an der Guernseystraße 100 in Hohenschönhausen ab 1.10. Wir sind natürlich weiter im Gespräch mit der HOVOG, bei uns reicht ja nicht nur ein Kinderarzt, wir wollen nächstes Jahr auch noch einen Hausarzt. Ich wünsche euch einen tollen Tag, Hartnäckigkeit zahlt sich aus, man muss dranbleiben. Wir sehen uns.